Aus dem Erzgebirgsalmanach. Es ist der 1. Oktober 2017. Stolberg feiert eine deutschlandweit einzigartige Idee. Die hatten die Planer des damals neuen Aldi-Markts. Und zwar wurde die Dachfläche für die Allgemeinheit zugänglich gemacht, ein begrünter Stadtgarten eingeplant. Der wurde am 1. Oktober eingeweiht. Feierlich, musikalisch und unvergesslich sollte die Eröffnung werden, und so hatte vor 5 Jahren der Volkschor Stolberg Aufstellung genommen. Die Damen und Herren gaben einige Kostproben ihres Könns. Zur Eröffnung ergriff der Bürgermeister von Stolberg das Wort. Marcel Schmidt bedankte sich bei allen Firmen, die zum Gelingen des Stadtgartens beigetragen haben. Gemeinsam mit den Bürgermeistern der Partnerstädte von Stolberg wurde das Band feierlich durchtrennt.